Evakuierungsplan? Ja, haben wir. Gut, leiten wir erste Schritte ein. Wir evakuieren keine 40.000 Leute, damit ihr Räuber und Gendarm spielen könnt. Es gab einen isolierten Vorfall im Untergeschoss, also wiegeln wir es ab. Damit habe ich kein Problem. Hier wird gleich eine ganze Horde Kollegen auftauchen. Das wird Panik auslösen. Wir müssen das Spiel abbrechen und die Leute sicher hier rausbringen. Ein Spielabbruch? Das kann ich nicht entscheiden. Dann holen Sie einen, der es kann. Bitte. Okay, Moment. Hey, gib mir Barry. Na, dann sag ihm, er soll mich zurückrufen. Es ist ein Notfall. Also, wie schlimm ist es da unten? Wir wissen es noch nicht. Aber... Wo bist du, Jordi? Was? Weg! Hab ne Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was dagelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir egal. Ich muss... Kontrolliert die Nebenstraßen.
deutsche Verfolgung auf, over. Wir haben ihn. Ich habe ihn hart angepackt. Folter bringt mich bei Maurice nicht weit. Also muss ich ihn sein lassen. Seine Schuldgefühle fressen ihn auf. Ich gebe ihm ein paar Tage. Dann wird er sich schon. Hello!
So was hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit.
Ich habe einen Fixer angeheuert, um den Schützen zu finden. Jordy Chin. Erst war ich skeptisch, weil der Typ so schräg ist. Er labert ununterbrochen und trägt bei der Arbeit immer einen feinen Anzug. Aber bisher hat er immer geliefert. Er hat einen ersten Namen gefunden. Maurice Vega. Von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Ein kleiner Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware. Ich habe Zugriff auf jedermanns Person. Der Typ ist außer Kontrolle. Aber heute wird er niemandem was tun. Nur den Anruf tracen und ich hab ihn. Guter Gott! Hey du! Geh weg da!
Okay, er ist hier irgendwo. Ich muss vorsichtig sein, unentdeckt bleiben. Mal sehen, was der Profiler sagt. Verrückt. Hast du meine Medikamente abgeholt? Hab ich. Wogegen sind sie? Sodbrennen, Kopfschmerzen, du weißt schon. Du bist doch nicht ehrlich zu mir. Seit wann brauchst du Antidepressiva? Oh nein. Tat's weh? Oh ja, hab's an einer empfindlichen Stelle. Was ist es? Es ist ein Barcode, ein echter, der funktioniert. Das ist der Ort. Wenn der Typ zuschlägt, bin ich hier. Das muss die Frau sein, die der Typ verfolgt. Er ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Bleib besser weg, Junge! Verdammt, er hat mich gesehen. Ich kann ihn nicht nur wegen einer Drohung ausschalten. Und er wird einfach später angreifen. Nächstes Mal muss ich vorsichtiger sein. Heilige! Geh weiter, Kumpel. Nikki, hey, ich weiß, die Party läuft schon. Sie ist fast vorbei. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Du machst mich irre. Jackson hat sich wirklich darauf gefreut. Bitte beeil dich. Du fehlst uns. Ihr mir auch. Bin bald da. Sorry, Nick. Ich muss da ran. Ich sehe euch bald. Gut, du bist raus. Hey, wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gebrauchte Autos? Willst du lieber zu einem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. Na, vielleicht. Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz ablegen. Ich brauche ihn lebend, Jordi. Ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturell, Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst. Ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Check. Zu spät. Was? Ich hatte mir kurz... Achso, naja. Kann ich Ihnen helfen? Okay.